So, willkommen zur nun schon vierten Folge Arbeit mit LibreOffice Impress. Als erstes tun wir etwas, das schon lange notwendig gewesen wäre. Wir sehen hier oben, unsere Datei ist immer noch nicht abgespeichert. Also wird es allerhöchste Zeit, entweder hier oder über das Dateimenü mit Steuerung S die Daten zu sichern. Wir suchen den entsprechenden Ordner aus und geben unserer Datei einen Namen. Dann oder unseren Daten einen Namen, dann können wir sie speichern. Hier im Arbeitsbereich befinden sich die Daten, die jetzt als Datei mit der Endung ODP, Open Document Presentation, auf die Festplatte geschrieben wurden und also jetzt nicht mehr durch einen Absturz des Computers verloren gehen können. Gut, der nächste Schritt wäre jetzt, nachdem wir hier mit Grafikobjekten und einem Bild, das wir mit Hilfe des Computers erstellt haben, einmal fremde Bilder einzubinden von anderen Seiten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier zum Beispiel das Logo von MS PowerPoint im Internet suchen. Also öffnen wir einen Browser, schauen in das World Wide Web, geben ein PowerPoint Logo und die Endung PNG. Das ist eine Bilddateiendung. Wir suchen Bilder im PNG-Format. Wir kommen gleich dazu, aus welchem Grund. So, im einfachsten Fall sehe ich jetzt hier also eine ganze Menge Logos zum Thema PowerPoint. Ich suche mir eins aus, zum Beispiel dieses. Dieses Logo will ich jetzt in meine Folie integrieren. Rechte Maustaste. Ich kopiere das Bild in die Zwischenablage, wechsle zu meiner Präsentation auf die Folie, einfügen oder Steuerung V. Und das ist natürlich nicht schön. Der schwarze Rahmen sieht sehr unschön aus. Was ist passiert? Nun, wir haben das Bild über die Zwischenablage des Computers in die Folienpräsentation eingefügt und diese Zwischenablage kann nichts mit der Transparenz beim Bild anfangen. So, also müssen wir einen anderen Weg beschreiten, den ich kurz demonstriere. Als erstes klicken wir mit der rechten Maustaste auf das Bild. Wir kopieren es nicht einfach in die Zwischenablage, sondern wir speichern das Bild unter dem Namen PNG mit der Endung PNG auf den Computern. Ihr seht, ich habe schon mal probiert, es funktioniert also auch. So, jetzt haben wir es also hier auf dem Computer abgespeichert. Und jetzt wechseln wir zur Folienpräsentation und hier müssen wir über Einfügen, Bild aus Datei. Jetzt die Bilddatei integrieren. Wir schauen in den Ordner, in den wir das Bild gespeichert hatten, wählen das Bild aus, öffnen es und siehe da, das Bild ist jetzt mit der entsprechenden Transparenz verfügbar. So sieht es gut aus, so ist es ein Blickfang, englischer Name Eyecatcher. Auf diese Art und Weise lässt sich eine Präsentation doch erheblich interessanter und aufgelockerter gestalten. Und ich denke, es wäre eine gute Aufgabe, nun erst einmal einige solche Eyecatcher im Internet zu suchen. Ein Hinweis kann ich noch geben: Wer also zum Beispiel bei der Google-Suche mal nach Crystal Icons schaut,
Und bei Crystal Clear, bei Wikimedia Commons, es ist ja bei mir der erste Eintrag nachschaut, der erhält also hier eine ganze Menge wunderschöner PNG-Symbole, die sich mit Sicherheit gut als Eyecatcher eignen. Also dann, auf geht's, viel Spaß.